Sieh dir in unserem Video den Unterschied zwischen einer schlechten und einer guten Mutter an. Eins, zwei, drei, vier. Fertig machen. Los geht's. Eine gute Mama weiß, dass Sport für die ganze Familie wichtig ist. Die schlechte weiß nicht, dass man mit gutem Beispiel vorangeht. Mama, ich kann nicht mehr. Komm schon, nicht entspannen. Eine gute Mama kann immer den perfekten Geburtstagskuchen für ihr Kind backen. Fast fertig. Der letzte Schliff. Alles Gute zum Geburtstag, Sohnemann. Wow, Mama, du bist die Beste. Danke. Ja, lass uns heute einkaufen gehen. Brennt er was an? Das ist Kuchen. Was ist das für ein ekelhafter Geruch? Das muss wieder Mami sein, die da kocht. Das ist so typisch. Happy Birthday! Alles Gute zum Geburtstag, mein Sohn. Wow, Dad, ich danke dir. Jetzt wird es für dich einfach sein, aufs College zu gehen. Wow! Er ist jetzt ganz erwachsen. Ich liebe meine Eltern. Eine gute Mutter glaubt, dass ihr Kind immer das Beste verdient. Es ist fertig. Liebling, komm her. Alles Gute zum Geburtstag, Liebling. Hier ist dein Geschenk. Dankeschön. Eine Monatskarte? Gefällt sie dir? Willst du mich verarschen? Eine schlechte Mutter sucht sich einfachere Geschenke aus. Eine gute Mutter hilft ihrem Sohn gerne bei jeder kreativen Aufgabe. Sohn, dein Kunstwerk ist fertig. Schau. Wow, cool. Danke, Mama. Dein Kostüm wird das Beste auf der Party sein. Da wären wir. Vergiss die Rakete nicht. Mama, schau mal. Das habe ich gezeichnet. Tja, Tochter, nicht schlecht. Gut gemacht. Es ist schwer für eine schlechte Mutter, nichts zu verderben. Hoppla! Ich mag Fußball. Oh nein! Mama, was machst du hier? Keine Sorge, mein Sohn. Ich brauche nur eine Minute. Was ist mit deinen Haaren los? Das geht so nicht. Sie ist hübsch. Hallo, Frau Brown. Na, es scheint so, als würde dieses Date sehr lange dauern. Wir sollten ein Familienessen machen. Diese neue Serie ist so interessant. Oh, Mama. Guten Tag. Rutsch rüber. Er ist süß. Gut gemacht, Tochter. Ich glaube, ich sollte gehen. Bis später. Mom, was war das? Was? Ich trinke nur Tee und esse meinen Keks. Eine gute Mutter befolgt immer alle Verkehrsregeln. Ist alles in Ordnung, mein Sohn? Dann lass uns fahren. Eine schlechte Mutter verhält sich auch beim Autofahren schlecht. Nun, bist du angeschnallt? Was schaust du dir da an? Fahr schon! Du hast die Einfahrt blockiert. Gut, dann lass uns jetzt fahren. Warum hat sie mit mir Schluss gemacht? Es lief doch so gut zwischen uns.
Ich habe ihr Blumen geschenkt und sie von der Schule nach Hause gebracht. Mein armer Junge. Wir haben nicht einmal gestritten. Erzähl mir mehr über deine Gefühle. Was ist passiert? Sie haben sich getrennt. Was schreibst du da? Mom versucht, mich aufzumuntern. Eine Psychotherapiesitzung wird hier nicht helfen. Mach dir keine Sorgen, mein Sohn. Was du jetzt brauchst, ist etwas, um dich davon abzulenken. Lass uns Fußball spielen. Mom, wir haben uns getrennt. Warte, Diana, ich muss in einer sehr wichtigen Angelegenheit einen Anruf tätigen. Hallo, hast du es gekauft? Ich warte. Das hier ist für dich. Cool, genau das, was ich brauche. Ich liebe Eiscreme. Besonders, wenn es draußen so heiß ist. Hörst du mir überhaupt nicht zu? Warum ich? Was für eine Tragödie. Du hast gerade die Stimmung ruiniert. Eine gute Mutter hält alles sauber. So, jetzt ist es hier sauber. Ruh dich aus, mein Sohn. Ich habe dir auch ein paar Süßigkeiten mitgebracht. Wow, danke. Ih, was für ein unordentlicher Raum. Tochter! Hör mal, mein Kopf tut so weh. Vielleicht machst du hier sauber? Nein, ich glaube dir nicht. Mach jetzt sauber, sonst gibt es kein Spielzeug für dich. Selber zu putzen ist für eine schlechte Mutter einfach unmöglich. Hast du schon die neue Episode gesehen? Es hat mir so gut gefallen. Oh! Eine gute Mutter weiß, dass Kinder sich gesund ernähren müssen. So ist es besser. Mama, hör auf. Und ich nehme es besser mit. Auf Wiedersehen. So ist es richtig, trink Milch. Sie ist einfach zu fürsorglich. Hallo zusammen. Oh nein. Mom, was machst du denn hier? Beruhig dich. Bring mir einfach etwas zu trinken. Müssen wir jetzt mit deiner Mutter befreundet sein? Ich weiß es nicht. Ich kenne so viele lustige Geschichten über Diana. Oh, sie ist schon wieder da. Ich danke euch. Lecker. Also hört mal her. Das ist nicht fair. Das sind meine Freunde. Nun, alle meine Sachen sind gepackt. Es ist Zeit. Mein Söhnchen, geh nicht weg. Mama, ich bin schon erwachsen. Ich brauche meine eigene Wohnung. Gute Mütter haben Schwierigkeiten, ihre Kinder ins Erwachsenenalter treten zu lassen. Was ist das? Aber es ist zu früh für mich, um auszuziehen. Es ist der perfekte Zeitpunkt. Und schlechte Mütter freuen sich wirklich drauf. Eine gute Mutter weiß, dass Kinder gute Filme sehen sollten. Es geht los. Wow. Interessiert dich das? Ja. Wach auf. Ich schaue zu. Eine schlechte Mutter kümmert sich nicht um solche Kleinigkeiten. Oh, wie unheimlich. Das ist ein toller Horrorfilm. Hilfe! Ein T-Shirt mit Totenschädel? Nein, kleine Kinder sollten das nicht tragen. Mama, hör auf. Was machst du denn da? Das ist mein Lieblings-T-Shirt. Du verstehst überhaupt nichts. Aber ich hab's gut gemeint. Wo ist mein Oberteil? Und die Shorts sind auch weg. Wo können sie sein? Ach ja, das hätte ich früher merken müssen. Mama, das sind meine Sachen. Na und? Sie passen mir besser. Das ist nicht fair. Buh.
Huhuhu! Eine schlechte Mutter weiß, dass Kinder in der Lage sein sollten, für sich selbst zu sorgen. Ich rufe dich zurück. Diana, sieh mich an. Wie ist das passiert? Wer hat das gemacht? Oh, das ist in Ordnung. Du musst in der Lage sein, dich zu verteidigen. Ich werde dir zeigen, wie man das macht. Sieh nur. Na los, jetzt bist du dran. Schlag richtig zu. Braves Mädchen. Jetzt brauchst du von niemandem Angst zu haben. Oh, diese Kinder. Was gibt's Neues aus dem College? Mom, danke. Schau, was ich mitgebracht habe. Jetzt tut mir niemand mehr weh. Ich bin wohl zu weit gegangen. Hallo, Mom. Oh, Alex. Wer hat dir wehgetan? Ich bin nur gegen die Schranktür geknallt. Lüg mich nicht an. Lass uns ins College gehen. Sagt mir, wer das getan hat. Ein Schließfach hat das mit deinem Sohn gemacht. Ich hab's dir gesagt. Eine gute Mutter setzt sich immer für ihr Kind ein. Auch wenn es nicht nötig ist, das zu tun. Hat dir unser Video gefallen? Dann like es, abonniere unseren Kanal und vergiss nicht, auf die Glocke zu klicken. Tschüss!